Hallo Kids, herzlich willkommen zum Sonntagshappen, am Sonntag der Musik. Heute besuchen wir eine Königin. Die Orgel hinter mir, die wird Königin der Instrumente genannt. Sie kann ganz viele unterschiedliche Instrumente spielen. Eine Trompete, eine Oboe, eine Flöte, ganz viele unterschiedliche Klänge, ganz tiefe und ganz hohe. Das zeige ich euch jetzt. Und ich muss meine Schuhe ausziehen, denn mit Straßenschuhen darf man nicht auf die Orgel. So, ich mache jetzt die Orgel an. Da hört man das Gebläse. Ich spiele mal den tiefsten Ton der Orgel. Das mache ich mit dem Fuß. Und ich kann mit der gleichen Taste auch einen anderen Ton machen. Jetzt zeige ich euch mal den höchsten Ton. Und ich spiele euch was vor. Ich zeige euch jetzt mal, wie es funktioniert. Mann, hier drin gibt es ganz viele Pfeifen, die sieht man von außen gar nicht. Große und kleine, welche aus Holz, ein paar Metallpfeifen. Dann ist hier in jeder Pfeife unten so eine Öffnung. Dadurch machen die Musik. Dadurch schwingt der Ton. Hier außen sind immer nur Metallpfeifen. Ich will hier nicht mehr stehen und warten, bis ich mal wieder etwas Luft bekomme und einen Ton spielen kann. Ich will raus hier und etwas erleben. Ja, immer nur die Kirche. Ich stehe immer hinten, in der zweiten Reihe, weil ich eine der größten Pfeifen in der Orgel bin. Ich will auch mal in der ersten Reihe stehen. Schau mal. Sie hat vergessen, die Tür zu schließen. Okay, nichts wie raus. Juhu, endlich frei. Das sieht ja interessant aus. Das habe ich noch nie gesehen. Ich war schon mal hier draußen. Damals, als die Orgel gestimmt wurde, das war ganz schön aufregend. Da kam der Orgelbauer. Er hat alle Pfeifen aufgebaut und ich dachte, jetzt geht's los.
Jetzt beginnt die große Reise. Aber das war nichts. Wir mussten alle wieder in Reih und Glied. Schau mal, wie groß die Orgel ist. Und wie groß die Kirche. Ach, quatsch nicht rum. Lass uns durch die Kirche fliegen. Hier steht also der Kollege von uns rum. Mann, ist der klein. Und den nennt man positiv? Davon habe ich immer schon geträumt. Auf der Kanzel stehen und den Menschen von Gott erzählen. Also, ich habe jetzt genug gesehen. Guck mal da, eine Tür unter der Orgel. Lass uns draußen rumfliegen. Jep, los geht's. Darf ich mit auf eure Reise gehen? Oh nee, du Metallpfeife. Oh nee, ihr seid immer so laut. Und immer so viele. Wir wollen nur als Holzpfeifen einen Ausflug machen. Aber bitte, bitte! Ich möchte mit! Oh nee. Wenn wir dich mitnehmen, dann wollen die anderen auch noch mit. Und dann fehlt sonntags die Orgelmusik. Es hat keiner gemerkt. Es hat keiner gemerkt, dass ich euch gefolgt bin. Ha, und ihr kennt doch die Geschichte vom Leib und den vielen Gliedern. Die hat die Pfarrerin letzten Sonntag erzählt. Das kann man doch auch auf uns übertragen. Euch Holzpfeifen fehlt doch was, wenn eine Orgel keine Metallpfeifen hat. Jetzt machst du es dir aber zu einfach. In der Geschichte geht es doch um den Leib Christi und nicht um dich, du Pfeifer. Oh, könnt ihr mir die Geschichte mal erzählen? Ich bin letzte Woche leider eingeschlafen. Na dann hör mal gut zu. Die Pastorin hat erzählt. Ihr gehört alle zum Leib, also zum Körper Gottes. Jeder hat zwei Arme und Hände, zwei Beine und Füße, ein Körper. Und jeder Mensch hat zwei Augen, zwei Ohren, eine Nase. Und wenn jetzt der Fuß zur Hand sagt, ich brauche dich nicht, dann hat er Unrecht. Ohne Hände kann ein Mensch nichts anfassen und festhalten. Wenn das Auge zum Ohr sagt, du bist überflüssig, du kannst ja nichts sehen, dann stimmt das nicht. Das Ohr kann hören, das Auge kann sehen. Jedes Körperteil ist wichtig. Alle Teile bilden den menschlichen Körper. Und das gilt auch für die Menschen, die zu Gott gehören. Sie sind zwar alle unterschiedlich, aber alle sind wichtig. Genau, alle sind gleich wichtig. Deshalb möchte ich mit euch gemeinsam auf die Reise gehen. Na, wenn das so ist, dann werden wir ja vermisst in der Kirche. Wir fehlen ja das A, das E, das D. Ohne uns vier kann die Orgel am Sonntag gar nicht schön klingen. Das werden alle hören. Wir werden fiepsen oder es wird kein Ton erklingen. Lustig, oder? Naja, ich weiß nicht. Wir wollen auch mit. Wir wollen auch mit. Ach je, wir müssen wohl doch wieder alle zurück. Wenn die Königin der Instrumente ohne uns gespielt wird, dann werden die es alle merken. Und dann denken die Menschen vielleicht, dass die Orgel kaputt ist. Oder sie sind traurig, weil die Orgel verstimmt ist. Und das zum Sonntag Kantate, wo doch so viel gesungen wird. Ach, wir wollen was erleben.
Doch, wir wollen was erleben. Ja, wir wissen ja jetzt, wie es geht und wie es hier draußen ausschaut. Wir können ja in der nächsten Woche den Ausflug machen und pünktlich am Sonntag wieder zurück sein. Guter Vorschlag. Los jetzt, wieder jeder an seinen Platz zurück. Hey, warte mal, nicht so schnell, nicht so schnell. Okay. Alle wieder am Platz? Ja, was für eine Aufregung für mich. Alle pfeifen wieder da. Mach ich mal lieber die Tür zu, ne? Damit das nicht wieder passiert. Gucken wir mal, ob alle am richtigen Ort sind. Die mischen sich hier anscheinend ganz gerne. Klingt ja wieder ganz gut, ne? Dann können wir hier wieder Gottesdienste feiern. Tschüss!